Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir sehr schnell und sehr einfach sehr viele Informationen über unser Windows-PC herausbekommen, beziehungsweise wie wir uns das ganze, ja, die komplette Systemkonfiguration anzeigen lassen. Das Ganze ohne irgendwelche zusätzliche Programme zu installieren. Das geht ganz gut mit dem Windows-eigenen Bordmittel. Und zwar gibt es hier unter, also in unserem Systemordner hier unter Windows System 32, genau, einen kleinen Programm, hier eine Datei. Ich suche jetzt einfach mal nach MS-Info hier. Und genau, das ist das hier, MS-Info32.exe heißt das. Einfach anklicken und schon poppt hier das Fenster auf mit dem ganzen, ja, Infos hier, sehr umfangreich. Das geht natürlich auch schneller hier über die Kommandozeile, wenn wir uns das aufrufen hier. Und MS-Info32.exe tippen und einfach Enter. Das Ganze am besten als Admin. Ja, und schon haben wir hier, ja, das komplette Systemkonfiguration. Ja, das ist immer sehr hilfreich hier, wenn wir auf der Suche sind nach Fehler, ja, die wir beheben wollen, oder vielleicht wir wollen einen Treiber installieren, der und wissen nicht genau, ja, um was es für ein Gerät sich handelt. Hier finden wir wirklich alle Infos, die wir brauchen. Es gibt, wie gesagt, viele Programme, die sind auch ganz gut, aber im Prinzip reicht das hier aus vollkommen im Normalfall. Ja, andere Programme, die zeigen vielleicht noch zusätzlich Temperatur vom CPU und so weiter. Noch, aber ja, im Normalfall, wie gesagt, finden wir hier wirklich alle Infos hier schön übersichtlich hier angeordnet. Und ja, das wollte ich euch noch mal schnell zeigen hier. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Abo und ein Like, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.